finde, die Menschheit sollte zusammenhalten. Wenn es hart auf hart geht, habe ich gesehen, wie die alle zusammenhalten. Wenn es einem sehr gut geht, dann ist man natürlich eher egoistisch, aber man sollte sich immer wieder erden und dankbar sein, dass es uns gut geht. Ein, wie heißt es so schön, ein voller Magen kann den leeren Magen nicht nachvollziehen. An dem Tag, wo ich diese Spendeaktion gemacht habe, die war sehr positiv überraschend. Es war sehr berührend, dass die Kundschaft und die Gäste, Freunde viel Vertrauen zu mir hatten und mir blind vertraut haben und mir die Spende in die Hand gedrückt haben, auch sehr emotional teilweise. Und das habe ich sehr zu schätzen. Das ist eine große Ehre für mich, das zu schaffen. Ja, ich wusste, dass es kein Urlaub war. Ich habe es natürlich auch nicht so ahnen können, dass es so eine Erfahrung auf mich zukam. Ich habe da zwei Erdbeben erleben dürfen, Gott sei Dank, ohne irgendeinen Schaden. Es war sehr emotional, es war nicht zu beschreiben, wie ich war unten und habe es selber nicht glauben können, dass so viel Schaden, lass mal das materielle Schaden, aber dieser psychische Schaden, was die Menschen leiden, das zu sehen, das hat mich schon sehr schockiert. Ich wusste, dass die Organisation AFAD vor Ort ist und die haben sich auch sehr bemüht, dass die Menschen Essen und Trinken bekommen. Überall waren Stände und es war wirklich sehr, sehr toll, wie sie das Ganze organisiert haben. Die Sache ist, es sind nicht mehr viele Menschen, die da übrig geblieben sind. Die meisten sind geflüchtet Richtung Kayseri und Ankara. Und die Möglichkeit hatten, aber die keine Möglichkeit hatten, die sind geblieben. Und man hat halt gesehen, die sind einfach so hilflos, waren da und wussten halt nicht, was sie tun sollen. Die waren unter Schock, unter Adrenalin und natürlich, dieser Schmerz liegt schon tief in der Seele. Und dann spricht man die ganz vorsichtig an. Man kann natürlich nicht so taktlos vorgehen, kann nicht irgendwie behilflich sein. Die meisten waren sehr bescheiden und haben gesagt, alles gut, wir haben alles, wir haben was zum Essen und Trinken. Also ich habe von keinem einzigen irgendwie ein Gefühl gehabt, dass sie jammern, dass sie sagen, es geht mir so schlecht. Die waren einfach da und haben eigentlich so das Schmerz mit sich selbst. Ich glaube, das sitzt schon ziemlich tief in der Seele und ob das so Sache ist, die man so vergessen kann, wenn man seine Familie verliert, seine Kinder verliert. Und wenn man das live erleben darf, dass dreijährige Kinder, ich kann es nachvollziehen. Ja, die Sache ist, Geld ist natürlich nicht, dass man die Wunden heilen kann, aber das Geld ermöglicht, dass man von A nach B vielleicht fahren kann, dass man vielleicht zu seinen Geliebten fahren kann, dass man die Möglichkeit hat, danach, wenn diese Hilfsorganisation dann sich irgendwann mal zurückzieht, dann ist, denke ich mal, Geld vielleicht eine Hilfe, dass man seine Verwandtschaft besuchen kann oder auch das eine oder andere kaufen kann. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man das nur auf Bilder sieht, ist es nicht so, als wenn du vor Ort bist. Also an dem Abend, an dem Tag, Samstag, wie wir ankamen, haben wir ganz viele Nachbeben gehabt. Es war eine Lautstärke, wie wäre von unten eine Atombombe geplatzt. Weiß ich, dass ich wieder zurückfliegen werde und nochmal zu den Menschen, die einsam sind, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, keine Verwandtschaft haben oder auch nicht die finanzielle Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen. Und da würde ich nochmal hingehen und denen persönlich helfen. Ich bin Gott dankbar, dass ich meine Familie habe. Wir sollten 1000 Mal am Tag Danke sagen für das, was wir haben.
Und das reicht nicht, wenn man sieht, wie es anderen Menschen geht.